Novakovic so baut. Die Immobiliennachfrage befindet sich im Moment auf einem Rekordhoch, die Zinsen auf einem rekordverdächtigen Tief. Was bedeutet das für das Geschäft der Wüstenrot-Bausparkasse? Also in einem Satz gesagt, es bedeutet, das Geschäft boomt weiterhin. Also für uns eine hervorragende Marktsituation, weil sich natürlich das Thema Bausparen rund um die Immobilie dreht, diesen Traum sofort oder in der Zukunft sich zu erfüllen. Das ist unser Geschäftsmodell und das machen wir möglich. Mhm. Können Sie das konkret mit Zahlen untermauern, wie die Ergebnisse aussehen? Ja, das letzte Jahr war sehr erfolgreich. Wir haben Marktanteile bestätigt. Wir sind die Nummer 2 am deutschen Markt der Bausparkassen. Und mit 15 Milliarden ungefähr Volumen, denke ich, ist das schon eine sehr nennenswerte Größe. Jetzt sind Sie Anfang des Jahres als Leiterin Partnervertrieb bei der Wüstenrot eingestiegen. Das ist, wenn ich recht informiert bin, ein neuer Bereich. Wie konstruiert sich dieser? Wie sieht es aus strukturell bei der Wüstenrot? Ja, scheint komplex zu sein, jedoch ist es eine logische Fortsetzung der bereits bestehenden Geschäftsfelder, die nur nicht so unter einem Dach zusammengefasst waren. Kurz ausgeholt, wir haben letztes Jahr die Allianz Dresdner Bausparkasse erworben. Mit diesem Erwerb war auch ein Teil des Vertriebes mit dabei, der sich professionell schon seit vielen Jahren mit der Betreuung der Makler, Mehrfachagenten befasst, unter anderem. Das heißt, dieser Bereich gehört jetzt zu dem Partnervertrieb, der dann aber auch noch die großen Vertriebsgesellschaften und einige Banken und Spezialitäten, ohne sie jetzt im Detail auszuführen, aber spezielle Organisationsformen auch noch unter diesem Dach zusammenfasst. Also grob gesagt, alles was nicht Eigensinn ist, alles was nicht Ausschließlichkeit ist, sondern quasi frei, also freie Vertriebspartner, die fassen wir jetzt unter meiner Leitung unter einem Dach zusammen. Die erfordern aber sicherlich auch unterschiedliche Ansprachen. Der Bankenvertrieb anders als der Bankenvertrieb. Absolut. Also heterogener geht es gar nicht. Wobei dennoch der Kunde, der bedient wird, ist dann immer noch der gleiche. Also die Wünsche sind die gleichen. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese Ebene gleichzuziehen, dann ist durchaus, wie Sie sagen, die Ansprache der einzelnen Vertriebspartner eine unterschiedliche. Nichtsdestotrotz bedienen wir denselben Endkunden. Das heißt, gewisse Art von Unterlagen sind durchlässig und durchgängig einsetzbar und andere sind wiederum sehr speziell. Und auf diese Erfordernisse gehen wir mit unserer Aufbaustruktur in diesem Partnervertrieb. Wir gehen darauf ein und tragen dem Rechnung. Jetzt stehen Sie ja für eine starke Ausschließlichkeit, zusätzlich zu den Wegen, die Sie eben beschrieben haben. Wie ist denn die Verteilung unter den Vertriebswegen? Können Sie da Anteile benennen? Wer bringt wie viel Geschäft? Ich mache es grob. Sicherlich vor einigen Jahren war es in der Wahrnehmung, vor 5 bis 7 Jahren ungefähr, war die Wahrnehmung so, dass wir absolut auf dem Fundament der starken Ausschließlichkeit stehen. Wir sind gewachsen, muss aber sagen, die Ausschließlichkeit ist auch gewachsen, nur nicht in dem Maße wie die freien Vertriebspartner bzw. die Kooperationen, die wir eingegangen sind. Also an der Stelle nochmal ausgeführt, wir sind der Kooperationspartner der Allianz, sind der Kooperationspartner der ERGO, der OLB, HVB, die machen natürlich den Wachstumsteil aus und somit haben wir heute circa, kleine Vorschau, so ein Verhältnis von 60-40 mit Trend und Ziel, natürlich Wunsch aus meiner Sicht, 50-50. Also das bedeutet tatsächlich eine Verschiebung der Marktanteile, also Verschiebung der Anteile, die durch den freien Vertrieb gewonnen werden. Und somit entwickeln wir uns zu einer, ich nenne es mal, Kooperationsbausparkasse. Das heißt nicht nur, dass wir das so machen, bewirkt was, auch unser Haus wandelt sich im Moment. Das heißt, wir werden mehr und mehr uns auch darauf ausrichten und werden noch attraktiver als eine Kooperationsbausparkasse. Wie steht es um das Spannungsverhältnis zwischen Außendienst und freier Vertrieb, dass der durchaus da ist? Ja, ich glaube, dass man jetzt vor einer Spannung, wie man sie so erwartet, nicht reden kann. Es ist so, dass wir voneinander profitieren und dass auch die Ausschließlichkeitsorganisation diesen kleinen Bruder, der jetzt als großer Bruder heranwächst, durchaus auch als einen Turbo oder auch einen Treiber von Prozessen und Service-Levels wahrnimmt. Also das heißt, wir kämpfen dann doch in vielen Bereichen nach innen gesehen, also bezogen auf unsere Service-Levels, dann doch eher Seite an Seite. Jetzt gab es ja in jüngerer Vergangenheit einige Geschichten über den Vertrieb, die weniger gute Presse mit sich gebracht haben. Ihr Haus hat sich einen Verhaltenskodex auferlegt.
und beispielsweise Incentive-Reisen komplett gestrichen. Wie ist das angenommen worden im Vertrieb? Ja, also aus der Situation heraus, das sprechen den letzten Dezember an, sind wir tatsächlich alle nachdenklich geworden. Also es ist schon so, dass die Betroffenheit wirklich sowohl im Innenbereich wie auch im Außenbereich im Vertrieb durchaus festzustellen war. Und aus dieser Betroffenheit heraus, weil letztendlich ist es dann der Endkunde oder der Kunde auch dieses Vertriebspartners, der über so eine wirklich blöde Geschichte stolpert und danach fragt. Und aus dieser Betroffenheit heraus kommt dann auch ein Einsehen, dass sich die Zeit durchaus verändert und dass es vielleicht neue Wege gibt, die man gehen muss und ja, diese schlechte Presse uns mehr schadet als tatsächlich diese Maßnahmen, ja, die wirklich pointiert, punktuiert und wirklich nur ganz wenige Leute treffen, erreicht haben. Lassen Sie uns abschließend auf ein ganz anderes Thema kommen. Im Moment wird vielfach diskutiert, auch in der breiten Wirtschaft, über Frauenquoten. Jetzt sind Sie eine der, ich sag mal, wenigen Frauen in Führungspositionen in der Finanzdienstleistungsbranche. Wie beurteilen Sie die allgemeine Diskussion um Frauenquoten? Wäre sowas in der Finanzdienstleistungsbranche aus Ihrer Sicht vielleicht auch sinnvoll? Ja, also ich kann Ihnen meine persönliche, private Meinung dazu sagen, ich bin gegen eine Quote. Dennoch glaube ich, dass diese Diskussion hilfreich ist, um das ins Gespräch zu bringen, um tatsächlich einen Kulturwandel voranzutreiben. Ich bin nicht der Meinung, dass es an einer Branche hängt, an den Ausbildungschancen oder weniger vorhandenen Chancen, sondern tatsächlich einer Bereitschaft, sich einer gewissen gesellschaftlichen Veränderung zu stellen. Einmal durch die Thematik der Fachkräfte, des Fachkräftemangels, dann die Thematik, dass insgesamt wir einen Bevölkerungsrückgang haben. Das heißt, mehr Hände werden sowieso gebraucht in der Gesamtheit, auf welchen Ebenen auch immer. Also das ist nicht nur abgezielt auf die Führungskräftethematik, sondern eigentlich insgesamt die volkswirtschaftliche Betrachtung zwingt uns dazu, alle Ressourcen zu aktivieren. Also insofern geht es also meiner Meinung nach darum, dass wir diskutieren, dass wir uns Dinge mal vorstellen können, sogar Frau im Vorstand, sogar Frau im als Persönlichkeit. Und ich glaube, dass die Diskussion auch dadurch befeuert wird, dass ja McKinsey die berühmte Studie vor anderthalb Jahren ungefähr rausgebracht hat, wo tatsächlich ein Erfolg dokumentiert wird bei den Unternehmen, wo Frauen in der oberen Führungskreis zu finden waren, waren die Umlaufrenditen das Dreifache oder Vierfache höher als bei den anderen. Also das ist, glaube ich, so der Rüttler. Dennoch, es ist mehr eine Gesellschaftsthematik, auch sowas wie Karriereplanung, auch sowas wie Work-Life-Balance. Wobei wir feststellen, wir betreiben die Diskussion unternehmensintern, dass sobald die Diskussion angefeuert wird, wir sofort die Männer mit in der Diskussion haben, weil tatsächlich das Thema Vereinbarkeit auch von Familie und Beruf oder auch einfach Work-Life-Balance da eine sehr große Rolle spielen, aber dann für beide. Abschließend zurückgebrochen auf die Finanzdienstleistungsbranche, sehen Sie denn da einen Trend, dass es mehr Frauen in Führungspositionen gibt oder bleibt es weiterhin die Ausnahme? Ich glaube, dass es einen Trend gibt. Allein ich kann mal zurückschauen und hatte früher nicht so viele Kolleginnen. Also ich würde schon sagen, dass der Trend, ja, wenn ich aus der Rückbetrachtung mich nach vorne schaue, dann ist es doch mehr geworden. Also ich habe tolle Kolleginnen, sowohl in der Maklerorganisation wie auch im Ausschließlichkeitsbereich. Also meine Kollegin, die Direktorin in der Wüstenroth ist, also in der Ausschließlichkeit ist, macht das ja schon seit über 5 Jahren. Also insofern, es ist kein Novum und ich glaube, dass der Trend positiv anzieht. Frau Markowitsch-Stobau, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.